Ich grüße euch zu einer weiteren Folge, wo wir durch die Gegend laufen, Kraft sammeln und uns vom Feind beschießen lassen. Zwar von Armbrust Bolzen. Ja, nee, was steht an? Wir wollten ja gucken, ob wir diesen Sensemann nochmal besiegen können. Ob es technisch machbar ist für uns. Und generell, was die Axt da drauf hat. Die hatten wir in der letzten Folge aufgewertet. Jo, Stufe 7. Ein bisschen Kraft brauchen wir noch, um die noch weiter zu werden. Deswegen. Aua. Guter Start. Ja. Fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, unsere Heilung ist reduziert in der Umbralwelt. Und zwar durch die Steine oder was auch immer wir da reingepackt haben in die Laterne. Glaube ich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir das hier nachgucken können. Denn ich sehe es gerade so nicht. Warte mal, ist zwar die Laterne, aber ja, doch, da sind Sockel drin, aber können wir uns die nicht angucken? Anscheinend nicht. Ja. Ich kann mich vage daran erinnern, dass da irgendein Stein drin war. Warte mal, vielleicht können wir es ja doch. Ne, scheint nur bei dem einen Typen zu gehen. Gut, dann Klassik bleibt Klassik. Werden wir das nochmal kurz uns anschauen. Wir haben auch noch einen dritten Sockel frei, habe ich gesehen. Vielleicht kann da auch noch was Schönes rein. Das war schon mal ein bisschen nervig. Werden? Können wir aufwerten? Nö. Aber ein Auge einsetzen. So. Mal kurz. Wenn ich da jetzt draufklick, ist das dann auch der? Nehme ich an, ne? Hauptfassung. Ist die Hauptfassung. Beursachen Schwächung beim Angreifen. Was? Ausweichmanöver zur rechten Zeit. Genau, das sehen wir dann mal, wenn die dann so blau aufleuchten. Nebenfassung. Zurückerhaltung geschwächte Gesundheit, wenn ein Feind in Umbral getroffen wird. Okay. Was ist mit dir? Furchtwiderstand. Okay, also sind aber doch keine Nebeneffekte. Ups. Aber im Gegensatz, vielleicht können wir Augen einsetzen, die eben die Heilung erhöhen. Genau, hier heilungseffizient in Umbral. Cool, nehmen wir einen Erfolg. Und das hier vielleicht auch nochmal. Schaden gegen die feindlichen. Nee. Okay. Geschwächte Gesundheit nach Umbralwechsel. Auch gut. Zurück. Geschwächte Gesundheit, wenn ein Feind in Umbral getroffen wird. Nochmal. 15% zurück. Was heißt das? Warte mal. Wenn wir jemanden hitten, gehen wir live zurück und in dem Fall ist das 15% mehr. Probieren wir mal, wie das sich anfühlt. Jetzt sind wir ja damit auf einem guten Weg. Teleportieren.
Hier. Ich will nicht wissen, ob ich bescheuert bin. So. Ja, wir gehen so oder so rüber. Wir wollen ja Kraft fahren. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich da weniger habe. Vielleicht auch, wenn ich sterbe. Nicht, wenn ich selbst rübergehe. Fighten ja, aber nicht so. Ja. Mist. Nein. Alter. Alter. Echt jetzt? Range. Alter. Aber so muss das. Schön in den Boden gekloppt. Meine Güte, ey. Dann ist ja wohl stuck. Hä?
Frage ist, wo fighten wir gegen den? Oben? Dürfte er gleich soweit sein. Hier los. Autsch. Ja, einfach verfehlt. Es wird lauter. Ich gebe dem noch ganze 30 Sekunden. Viel zu viele. Da ist es. Ich bin stuck hier. Ich kann nichts machen. Das ist absolut uncool, die. Okay. Konzentration. Leer? Ach so, es geht ja nicht. Stimmt. Ja, die kleinen Kackviecher, ne? Die nerven hart. Okay. Alter Schwede. Also. Das Schlimmste sind ja wirklich die Nebenviecher da, weil du kannst dich überhaupt nicht auf den konzentrieren. Weiß ich ja nicht. Sieht eigentlich so ein Block mit ihm aus, beziehungsweise pariert. Ja. Mhm. Oh. Na gut, viel Kraft haben wir trotzdem, ne? Das macht aber auch gar keinen Sinn, leichtere Gegend zu wählen, weil ich glaube, Gegner werden direkt angepasst. Die in der Umbrallwelt. Was? Ich hab gedodged. Hä, schon wieder? What?
Das war Fail. Meine Güte. Geronimo! Oh man. Gut, dass er ihn einfach nicht dodged. Jetzt ist gut. Nicht. Meine Güte. Das ist so. Stimmt, das können wir natürlich ausprobieren. Ich habe das Gefühl, der ist langsam angegangen. Belastung ist recht gering. Ich glaube, rein zum Clearen ist das immer noch am besten. Der will aber auch nicht raus da. Ne?
sowas von knicken. Also, ne. Höchstens den Standort wechseln, direkt runtergehen, da machen. Oh, bitte. Ich glaube, das lasse ich lieber sein. Erstmal jetzt hier blocken. Schade. Geht das überhaupt? Erstmal so. Okay. Schade. Schade. Oh, scheiß auf. So, wie weit kommen wir damit? Was kostet das überhaupt schon mittlerweile? Das ist... Ach da! Hier 5. Was? Was hab ich denn? Warte mal. 6. Ich brauch noch 2. Kann ich die kaufen? Das ist die? Was der eigentlich? Waldläufer. Jo. Oh, 2. 6.000 dann. Ah, you again. Ja, ja, ich regel. Oh, doch, doch. Erstmal wieder alles bekommen, was doppelt und dreifach ist. Wo sind sie denn? Dann 600. Okay. Vielleicht zumindest schon mal noch einmal. Richtig. Richtig. 7.500 nochmal. Und so ein dicker, den wir nicht haben. Gut. Ob sich das alles letzten Endes gelohnt hat? Wir werden sehen.
Deswegen. Inferno, ne? Ja. Wir fallen jetzt 9. Und wir werden mal gucken, was wir damit anrichten können. Ja. Dann reicht, um zu ruhen. Nein. Ich würde damit sagen, reicht, um dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Würde ich sagen. Gucken. Was bedeutet das Ganze hier? Dass wir uns wieder durchschlitzen. Reingehauen. So, wie war denn der Stand der Dinge hier? Wir sind hier hochgekommen. Wir müssen hier diese ganzen Dinger da freischalten. Hier geht es noch nicht so wirklich rein. Wir waren da oben. Ich meine, da waren wir auch durch, weitestgehend. Eine Stelle, wo wir nicht wirklich weiterkommen. Zumindest auch nicht offensichtlich. Dann ist hier irgendwas, aber auch nicht wirklich. Dass wir hier eigentlich irgendwie weiterkommen würden. So. Puh, muss ich kurz drehen. Ja. Ihr seid auch eine Leiter. Wenn wir noch nicht wirklich hochgekommen sind. Ich dachte, wir haben den Belastungsring. Wartet da ohne. Die Ausdauer schön und gut, aber was ist, wenn wir. Ist neu. Ein Ring, der regelmäßig in Funken sprüht. Klingt witzig. Ja, was machen diese Funken? Effektiv.
erstmal klarkommen. Ich meine, hier konnten wir nichts mehr. Oder konnten wir doch noch hier was machen? Wie ist halt der. Oh Gott, der Gott, wie schon dann. Tschüss. Wen haben wir hier oben? Hier war auf jeden Fall noch irgendwas. Okay, der da hinten. Oh. Er gegen mich. Oh nein, ich sehe gerade. Nein, Mann. Ich kann ihm gar kein Damage machen. Okay, aber es sieht irgendwie so ein bisschen aus. Stimmt. Alter. Ernsthaft jetzt? Was ist das hier für ein Ausrasten? Oh, chill mal kurz. Naja, okay. Ich sag mal so. Vielleicht geht's ja doch weiter. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet beim nächsten Mal ein.